Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir jetzt aufzeigen, wie man Employer Branding und Social Recruiting für ein etabliertes Unternehmen in der Region am besten aufsetzt und umsetzt. Viel Spaß dabei. Das ist ja ein Thema, was wir als Feedlab Performance sehr stark abdecken. Das Thema Social Recruiting, das Thema Employer Branding. Wir helfen Unternehmen dahin, dass sie einfach als Arbeitgeber in der Region sehr attraktiv werden. Und vor allen Dingen, meistens sind ja die Arbeitgeber auch schon attraktiv, aber das weiß kaum jemand, vor allem nicht über Social Media. Jetzt gibt es natürlich da draußen ganz viele Recruiting-Agenturen, die einfach mal hingehen und sagen, hey, du brauchst Mitarbeiter, ich setze dir mal schnell eine Kampagne auf. Und dann bekommst du irgendwelche Bewerbungen, hauptsächlich Bewerbungen von ganz vielen Leuten aus dem Facebook und Instagram, von TikTok, ja, die einfach Bock haben auf diesen Job, aber irgendwie doch nicht so wirklich der Wunschmitarbeiter sind für diese Stelle, für das Unternehmen. Und unser Ziel ist schon von Anfang an einfach als Arbeitgeber unseren Kunden zu helfen, dass die als Arbeitgeber attraktiv sind. Dass sie auch nicht nur als Arbeitgeber attraktiv sind, sondern auch für ihre Kunden in der Region attraktiv sind. Ja? Vor allen Dingen Einzelhändler, die in der Region etabliert sind, die wollen ja zum einen mehr Mitarbeiter, wenn sie gerade Mitarbeiter suchen, und zum anderen Neukunden gewinnen. So, am Schluss erreichen wir mit der Werbung natürlich Menschen. So, die Menschen, die in der Bevölkerung, in der Region leben. Ja? Und wenn ich jetzt Employer Branding betrachte oder Social Recruiting betrachte, mache ich nicht Werbung dafür, um zu sagen, hey, ich habe jetzt in meinem Geschäft dieses und dieses Produkt, du musst unbedingt kommen, ja, dann habe ich im allerersten Moment natürlich genau dasselbe, wie wenn ich im Recruiting sage, hey, ich habe hier die und die Stelle frei, komm, bewerb dich doch bei mir. Egal, was ich mache, egal, ob ich jetzt ein Produkt bewerbe, was ich gerade verkaufen möchte, oder ob ich eine Stelle bewerbe, quasi, die ich auch verkaufen möchte, mache ich dasselbe. Und zwar mache ich etwas, was die Leute nicht so gerne haben. Und zwar will ich was verkaufen. Ich will eine Stelle verkaufen oder ein Produkt. So, was machen wir? Wir wollen, dass der Arbeitgeber unserer Kunde im ersten Moment erstmal sympathisch rüberkommt. Dass er sichtbar ist, dass er eine Reichweite vorhanden ist und vor allen Dingen, dass tolle Emotionen rüberkommen. Dass die Leute in der Region diesen Arbeitgeber feiern mit den Dingen, die sie im Instagram, im Facebook oder im TikTok eben sehen. Ja, und ich habe jetzt ein Beispiel auch mitgebracht, wie man sowas zum Beispiel machen kann. Das ist jetzt ein Beispiel von sehr vielen Kundenbeispielen, die ich präsentieren kann. Und ich habe jetzt einfach mal das mitgebracht, und zwar vom Expert Fehringer aus Lörrach. Und was haben wir denn mit Expert Fehringer gemacht? Als die Zusammenarbeit gestartet hat, war einfach das erste Ziel, mehr Reichweite über Instagram, über Facebook, über Social Media einfach zu generieren, dass sie einfach einen richtigen Social Media Auftritt bekommen. Das war die erste Aufgabe, und da haben wir auch gestartet und haben damals erstmal mit Kampagnen gestartet, um einfach die Vielfalt von dem Geschäft nochmal zu präsentieren. Man hat Produkte gesehen in verschiedenen Kampagnen und natürlich auch die Menschen. So, das Allerwichtigste schon mal, das kannst du dir aufschreiben, wenn du dieses Video siehst und du bist Inhaber eines Einzelhandelsgeschäfts, dann schreib dir auf, Werbung mit deinen Mitarbeitern zu machen. Extrem wichtig. Nimm deine Mitarbeiter, nimm dein Team vor die Kamera. Und genau das haben wir auch bei Expert Fehringer gemacht. Die Expertgruppe, man kennt ja Expert, und die haben ja natürlich auch Fernsehwerbung oder einfach andere Werbung mit Schauspielern, mit Darstellern. Und wir sagen halt, wenn es um den regionalen Vor-Ort-Filiale geht, in dem Fall Fehringer, dann ist es wichtig, wirklich die eigenen Mitarbeiter auch zu nutzen. Ja? Wir haben den Fehringer mit der ersten Kampagne erstmal sichtbar gemacht. Wir wollten, dass die Region eine coole Videokampagne sieht, auch tolle Bilder, geile Creatives, dass man einfach ein bisschen die Produktvielfalt sieht von Fehringer, weil viele haben vielleicht auch dieses Geschäft anders im Kopf. Vielleicht denken einige an dieses Geschäft nur an Waschmaschinen, die anderen nur an Fernseher, die anderen nur an Kaffeemaschinen beispielsweise. Und so haben wir einfach mal in einer Kampagne auch mal die Produktvielfalt erstmal gezeigt. So, das Wichtigste ist nämlich am Anfang, wenn man Kampagnen schaltet, erstmal Daten zu sammeln. Weil man kann nicht erwarten, dass, wenn ich eine Kampagne schalte, egal ob es fürs Recruiting ist oder für irgendwas anderes, vor allen Dingen, wenn es um Lead-Generierung geht, dass die erste Kampagne komplett durch die Decke geht und super gut funktionieren wird. Ja, deswegen ist es erstmal wichtig, wirklich Daten zu sammeln. In dem Fall haben wir bei Fehringer einfach mal mit Branding-Kampagnen gestartet. Wir haben auch sowas gemacht wie in der Weihnachtszeit rum, geht es eher darum, ja, mehr Emotionen zu wecken, zu zeigen, dass das Geschäft
mehr wirklich für die komplette Familie da ist. Da gab es so einen Wunschbaum, wo die Kinder was aufhängen konnten und dann sich quasi ein Produkt wünschen können. Die konnten das auf einen Zettel aufschreiben. Auch sowas haben wir als Kampagne aufgenommen, um einfach in der Region zu zeigen, hey, Vieringer ist cool. Ja, da kommen einfach wirklich Sympathiepunkte dazu. Ja? Sowas wird geteilt, wird kommentiert und natürlich feiern das die Leute. Und dann hatten wir eine Idee, und zwar, damit Vieringer mal nochmal anders dasteht. Jeder kennt diese alte Sendung, das lief damals auf Toko, ich glaube Toko TV. Jeder, der das noch kennt, Super Toy Club, das sind so Kinder, die haben, glaube ich, eine Minute Zeit, um im Einkaufswagen durch ein Geschäft zu laufen, ja, und die konnten ganz, ganz viele Produkte einsammeln. Und genau das haben wir dann als Idee gehabt, dass man sowas zum Beispiel beim Vieringer machen kann, um einfach alle Altersgruppen abzuholen, ein Video zu machen, wo man quasi, was einfach alle feiern. Ja, es geht darum bei Branding, dass die Leute das Geschäft mit der Werbung feiern, dass sie sagen, hey, das ist richtig cool, ja, was ich da sehe, das ist ja der Hammer. Ich will da unbedingt auch mal wieder hin. So, dann der große Pluspunkt ist, wenn ich da natürlich dann auch noch mit den eigenen Mitarbeitern arbeite und man sieht ein cooles Video, dann kommen die Kunden wieder ins Geschäft und erkennen auch die Mitarbeiter, die in diesen ganzen Werbekampagnen mitgewirkt haben, egal ob es Bilder sind oder Videos. Ja? Aber bei dieser Super Toy Club Kampagne haben wir zwei Videos aufgenommen, einmal eine Männerkampagne und einmal eine Frauenkampagne, quasi ein Männerabend promoted und einen Frauenabend promoted. Und das sind quasi einmal Frauen durch den ganzen Laden gerannt mit dem Einkaufswagen, haben ganz viele Produkte eingesammelt und einmal haben die Männer genau dasselbe gemacht. Und ja, vielleicht sieht man hier jetzt auch ein paar Ausschnitte von dieser Kampagne. Es war auf jeden Fall der Hammer, weil wir haben mit dieser Kampagne dann über 300.000 Menschen erreicht in der Region. Was heißt in der Region? Wir schalten Kampagnen für Einzelhändler immer ungefähr bei einem Radius von 25 Kilometern, mehr nicht. Auch wenn man sagt, ja, mein Einzugsgebiet ist ja über 50 Kilometer, da kommen ja Kunden von weit weg. Ja, aber wenn man sich einfach mal überlegt, wie viele Menschen einfach mal schon mal bei 25 Kilometer Radius Facebook und Instagram haben, dann muss man erstmal die richtig erreichen, bevor ich noch einen größeren Radius ziehe. Ja, und diese Kampagne, die hat über 2 Millionen Werbeimpressionen bekommen. Ganz viele Leute haben das geteilt und da haben einfach die Leute in der Region gesehen, hey, das ist cool, was Vieringer macht. Richtig cool. So, und jetzt kommen wir an den Punkt, wo man sagt, jetzt mixt man Employer Branding. Das ist Employer Branding, wo man einfach sieht, hey, das ist ein cooles Geschäft. Die Leute, die dort arbeiten, sind cool drauf. Ja, die Chefs sind cool drauf, weil man die immer wieder in verschiedenen Kampagnen sieht, zu verschiedenen Themen. Und jetzt geht es darum, hey, wir suchen Mitarbeiter, wir haben einen coolen Arbeitsplatz für dich, komm doch und bewerb dich bei uns. Und das haben wir dann auch gemacht. Vieringer hat eine neue Filiale eröffnet und für diese neue Filiale haben sie natürlich Mitarbeiter gebraucht, von Azubi über Kassierer, über Verkäufer, über Lageristen bis hin zum Filialleiter, Filialleitung. Und wir haben natürlich dann natürlich das Ganze auch aufgesetzt und haben gesagt, okay, jetzt suchen wir Mitarbeiter. Und jetzt war genau der Punkt da. Die Leute haben über Monate hinweg davor schon richtig coole Kampagnen gesehen vom Vieringer. Die haben einen Bezug zu Vieringer gehabt, einen anderen Bezug, wie sie davor zu diesem Geschäft hatten. Ja? Davor war das der Elektrofachmarkt der Region. Man hat da halt eingekauft, aber man hat ihn nicht so wirklich im Kopf gehabt. Aber dadurch, dass man über diese Werbekampagnen immer und immer wieder coole Videos gesehen hat und jetzt plötzlich sucht der Mitarbeiter, dann bewerbe ich mich dort, wenn ich das auch cool finde. Bedeutet, Vieringer hat in dem Moment Wunschmitarbeiter angezogen und nicht einfach nur Menschen angezogen, die einfach nur einen Job gebraucht haben. Natürlich haben da sich auch Leute beworben, die einfach irgendwie die Werbung gesehen haben, gesagt haben, ah, da bewerbe ich jetzt mich einfach mal drauf. Aber effektiv ist es so, wenn man mit wirklich guten Branding-Kampagnen arbeitet, ja, dann erreicht man viel eher Wunschmitarbeiter, als wenn ich es nicht mache. Im Recruiting geht es ja eh darum, dass man ja auch den Arbeitsplatz vorstellt und so ein bisschen zeigt, hey, wie ist das Unternehmen drauf? Aber das ist das Recruiting. Und wenn man eben neben dem Recruiting Branding-Kampagnen hat, die quasi das Unternehmen vorstellen, die Menschen vorstellen, Sympathie, da kommt Sympathie rüber, dann ist natürlich der Match zwischen Employer Branding und also Branding-Kampagnen und den Recruiting-Kampagnen
viel, viel besser und beides hat einfach einen ganz anderen Impact und es wird viel besser funktionieren. Ja, genau so arbeiten wir eigentlich mit allen Kunden. Ja? Wenn jetzt ein Neukunde zu uns kommt und sagt, ich brauche jetzt unbedingt ganz, ganz schnell Mitarbeiter, dann kann man natürlich auch sagen, wir starten gleich mit Recruiting, man fährt gleich Recruiting-Kampagnen auf, aber man muss unbedingt Branding-Kampagnen gleichzeitig auch hochfahren, damit es hinten raus besser funktionieren wird, weil die Leute sollen nicht nur sehen, ah, das sucht jetzt auch Mitarbeiter. Man hat das die ganze Zeit nichts von dem Unternehmen gesehen und auf einmal fangen die an mit Werbung bzw. mit Werbekampagnen und dann wollen die gleich was von einem in dem Moment natürlich. Recruiting, ja. Das ist meine Empfehlung an dich. Meine Empfehlung an dich ist einfach, wenn du Mitarbeiter suchst, geh hin und starte wirklich mit Branding-Kampagnen. Egal, ob du das gleichzeitig machst oder vielleicht, wenn du sagst, ja, ich brauche jetzt mal Mitarbeiter geplant, in den nächsten 3-4 Monaten brauche ich Mitarbeiter, dann fang jetzt an, Branding-Kampagnen aufzusetzen, was zu planen und dann fang im zweiten Schritt an, effektiv Recruiting-Kampagnen aufzusetzen und zu lancieren, damit du da deine Wunschmitarbeiter anziehen kannst. Wenn du da Hilfe brauchst, wenn du sagst, hey, ich würde gerne wirklich genau wissen, wie das im Detail funktioniert und ich brauche auch da Hilfe, dann geh auf www.fiedler-performance.com und melde dich bei uns. Wir helfen dir, wir machen eine Strategie gemeinsam mit dir und ich freue mich auf dich. Bis dann, mach's gut.